Hallo, ich würde Ihnen gerne heute einmal zeigen, wie Sie auf landreise.de Ihren Buchungskalender verwalten und eine Buchung eintragen. Hierzu wählen Sie aus der oberen Menüleiste in Ihrem Gastgeberbereich den Punkt Buchung und Verfügbarkeit aus. Auf der folgenden Seite haben Sie nun Ihre Wohneinheiten untereinander aufgeführt. In meinem Fall die Wohnung A und die Wohnung B. Ich möchte nun eine Buchung für die Wohnung A eintragen, die vom 15. bis zum 22. April gelten soll. Wenn Sie eine Buchung für einen späteren Zeitraum eintragen möchten, können Sie hier oben den entsprechenden Monat wählen. Bei mir ist es nun der 15. April. Ich klicke auf dieses Datum mit der linken Maustaste. Sie sehen, das Feld verändert sich schon ein wenig und gehe nun zu dem Abreisetag, den 22. April. Klicke erneut mit der linken Maustaste und schon ist die Buchung eingetragen und auch im Kalender entsprechend markiert. Im Folgenden haben Sie noch weitere Möglichkeiten, Ihre Buchung zu verwalten. Hierzu gehen Sie einfach mit dem Mauszeiger auf einen x-beliebigen Tag der eingetragenen Buchung, klicken mit der linken Taste und bekommen zwei Optionen genannt, einmal ein Stift und einmal ein X. Das X ist dafür da, um diese Buchung aus dem Kalender wieder zu entfernen, zum Beispiel im Falle einer Stornierung. Wenn Sie auf den Stift klicken, öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie für die Gäste entsprechende Daten eintragen können oder Anmerkungen, zum Beispiel reist mit Hund an oder sonstiges. Besonders hilfreich, insbesondere für Ferienzeiten oder Gruppenreisen, ist dieser Punkt hier. Sie können die eingetragene Buchung auch für andere oder sogar für alle Unterkünfte übernehmen. Ich wähle in meinem Falle jetzt mal die Buchung für alle Unterkünfte übernehmen, klicke unten auf Belegung speichern und Sie sehen in meinem Kalender, dass nun auch meine weitere Wohnung, die Wohnung B, entsprechend blockiert ist. Wenn Sie dieses Fenster bei jeder Buchung, die Sie eintragen, nutzen möchten, gebe ich Ihnen noch als kleinen Tipp hier oben die Detailerfassung. Wenn Sie diese anschalten, wird jedes Mal, wenn Sie eine Buchung eintragen, dieses Fenster geöffnet und Sie können entsprechende Notizen oder Ähnliches eintragen. Und das war es dann auch schon. Die Buchung ist eingetragen und im Kalender entsprechend für den suchenden Gast so auch markiert und vorzufinden.